Hey ho, meine Lieben! Einen wunderschönen Tag, Abend nach der Arbeit. Und tja, was macht's da? Es macht Klatsch und man kriegt einen Fleischbrocken vorgelegt, wo kein Mensch weiß, was das ist, aber ich denke, das war ein Schweinenacken. So sieht das Ding nämlich aus. Ich weiß gar nicht, wo der Schatz jetzt rausgezogen hat, aber die hat mir das Ding hingeklatscht und hat gesagt, mach was draus. Und tja, was machen wir draus? Wir machen einen schönen Topf, ein schönes Topfgericht mit allerlei aus dem Garten. Tja, zumindest das, was der Garten hergibt, und den Rest werden wir schon irgendwas finden. Leute, ich tue das Ding jetzt noch mal kurz in die Kühlung, gehe dann in den Garten und komme dann wieder hier vor mit allerlei aus dem Garten. Plus die Kartoffeln, was ich letztens geerntet habe. Bis gleich. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe tatsächlich ein paar Möhrchen gefunden. Nicht groß, aber so als ja, Grundlage im Topf ist es ausreichend. Ja, und dann noch ein Lauch habe ich auch noch mit abgeschnibbelt, rausgerissen. Und das Zeug schnippel ich jetzt klein, schnippel das Fleisch klein, aber da drüben. Und das wäre jetzt das Gemüse. Ich hole nachher noch schnell ein bisschen Petersilie rein. Und das werde ich jetzt alles komplett klein schnippeln. Ja, teilweise die Kartoffeln noch ein bisschen schälen. Oder vielleicht komplett schälen. Schauen wir mal. Auf alle Fälle arbeite ich das jetzt alles klein. Tun wir das in der Schale. Und dann geht es auch gleich mit dem Fleisch weiter. Schauen wir mal. Vielleicht hole ich mir ja noch eine zusätzliche Kartoffel. Werde ich wahrscheinlich machen, weil sonst ist es zu wenig Kartoffel. Ja, das mache ich auch. So, da habe ich jetzt das Gemüse klein geschnitten. Da hacke ich jetzt noch eine Zwiebel mit rein. Und ja, Petersilie muss ich auch noch holen. Und dann wäre das Gemüse abgeschlossen. Und was habe ich noch heute organisiert? Ein paar Champignons, die bereite ich auch gleich noch vor. Und, die schmeiße ich dann nicht mit rein. Die mache ich extra. Okay, bereite ich jetzt noch alles soweit vor und dann können wir endlich mit dem Fleisch loslegen. Tja, und da ich heute eigentlich wieder gar keine Zeit für irgendwas habe, nehme ich mir jetzt hier meinen Tomatenmark. Das ist mit Würzgemüse. Ja, passt ja. Und drücke mir da einfach gleich ein bisschen was da rein. Dann habe ich das nämlich auch schon erledigt und kann das nachher schon mal nicht mehr vergessen. Also wir brauchen gar nicht viel, so maximal die restliche Tube oder so. Also es war ja nicht mehr so arg viel drin in der Tube. So. Tja, dann kann ich nämlich das Tomatenmark schon mal nicht mehr vergessen. Und der Bottich kann dann so, wie er ist, angebrutzelt. Ja, werden. Da liegt der Fleischbratzen, Batzen und die Champignons, die Champignons habe ich auch schon halbiert, Stiele ab, fertig. Und doch, ich glaube, das war von meinen Schweinenacken damals, 100 pro, was anderes kann das ja gar nicht sein. Und das Ding schneiden wir jetzt einfach klein in schöne Häppchen. Oder war das der Schinkenbraten? Das kann natürlich auch sein. Ach, vielleicht hat es ja einer von euch wieder erkannt und kann es mir sagen. Ich weiß es selber nicht mehr. So. Das Ding schneiden wir einfach hammerhart klein, machen kleine Stückchen, kleine Würfelchen. So groß, wie ihr die möchtet. Und ja, ganz genau. Und genau das mache ich nämlich jetzt auch. So, ohne Würzung geht natürlich gar nichts.
Was habe ich hier von einem Zuschauer? Das Rollbraten- und Rollladengewürz. Gewürzschwabe oder so ähnlich. Ich kann es ohne Brille nicht mehr lesen. Tut mir sorry. Ja, und da wollte ich ja sowieso mal ein bisschen das Gewürz ausprobieren. Das mache ich jetzt einfach, indem ich das jetzt hier schön würzen tue. Ihr könnt es natürlich jeden anderen Rab nehmen, den ihr möchtet. Einmal ordentlich durchkneten. Oh je, der Michi hat heute keine Handschuhe an. Mir egal, ist unser Essen. Und Leute, ich bin jetzt echt gerade im Überlegen. Doch, das werde ich hier herin jetzt schnell in der Pfanne anbraten und dann erst rausgehen. Aus dem einfachen Grund, draußen wird mir das wahrscheinlich viel zu lange dauern. Nö. Ich nehme es doch mit raus. Mir egal, wie lange wir heute mit dem Essen brauchen. Wir gehen raus, sehen uns draußen. Tja, ein bisschen was noch, ja. In der Krikotta wieder. Was nehme ich alles mit? Das Fleisch, das Gemüse, die Pilze und noch ein bisschen frisch angesetzte Gemüsebrühe. Plus ein Rauden. Genau, so machen wir das heute. Tja, Leute, hier wären wir. Am Rand habe ich alles aufgebaut. Am Butterschmalz habe ich auch noch mit rausgenommen. Ja, mal keinerlei Gewürze extra. Aber eine kleine Änderung gibt es noch. Ich tue Kesseln. Tja, warum tue ich heute wieder Kesseln? Das ist ganz einfach gesagt, nach dem Telefonieren. So, Leute. Dann ziehen wir die Kohlen hier rüber. Achso, ich wollte ja sagen, warum das einfach, ja, warum ich den Kessel nehme. Ja, ganz einfach. Der ist wesentlich einfacher zu reinigen als der Dutch-Ofen. Und ich habe später einfach keinen Bock mehr, da noch stundenlang zu putzen, zu schrubben oder sonstiges. Also begnüge ich mich heute oder vergnüge ich mich heute mal wieder mit dem Kessel. So, also Leute, dann donner ich hier jetzt erstmal das erste Stück. Also ich habe es in drei Stücke geteilt. Butterschmalz rein. Und auch wenn das Fleisch heute nicht so angebraten wird, wie es hätte sein können in der Pfanne, das ist mir wurscht. Ich schmeiße das jetzt mit einem Raps da rein. Verteile das, lass den Butterschmalz schmelzen und brate es hier jetzt einfach mal an. Tja, und danach tun wir es raus. Und bis das jetzt ordentlich warm ist, bin ich auch schon hineingesprungen und habe meine Schüssel wieder sauber gemacht. Dann kann ich nämlich das Fleisch da wieder reintun. Jo, das reicht. Das reicht, das reicht, das reicht. Dann ziehe ich mir den schnell hier rüber. Tun ausräumen. Alles mir in die extra Schüssel rein hier wieder. Also riechen tut das Zeug ja mal schon richtig gut. Durch das Gewürz. Dann schmeiße ich gleich noch das Zeug hier rein. Ja, man sieht den Topf, den Kessel jetzt gerade nicht. Na ja, komm. Hängen wir wieder hin. Ihr wollt ja auch was sehen. So. Und dann haben wir schon unser komplettes Gemüse da rein. Also zwei Kartoffeln habe ich noch dazu geschnippelt. Dann tun wir das hier jetzt auch gleich so ein bisschen ankokeln lassen. Ankokeln, anschmoren. Mein Gott, heute habe ich es wieder. Eigentlich komm. Schmeißen wir die Pilze auch gleich rein. Das funktioniert schon. Und dann lassen wir das Ganze jetzt auch wieder ein bisschen anschmoren, bevor dann das Fleisch, Brühe und der Rode
reinkommt. Das Gemüse wäre ja jetzt auch ja doch genügend angeschmort, angeschwitzt. Muss ausreichen heute. Es muss fertig werden, bis Schatzi von der Arbeit kommt. Ja, halbe Stunde, ob ich das noch schaffe, weiß ich nicht. Wenn wir ein bisschen länger brauchen, mein Gott, dann muss ich halt auch warten. Hier hauen wir jetzt gleich mal einen guten Schuss Roggen rein. Und unsere Gemüsebrühe. Und wenn es zu flüssig ist, hinterher, der kann sich ja noch irgendwas zum Eindicken reintun. Ich mache das heute nicht, wieder nicht. Habe ich ja das letzte Mal auch nicht eingedickt. Ich fand es eigentlich, ja, recht passabel. Das riecht gut. Ja, Freunde. Zwischendrin immer wieder umrühren. Und dann lassen wir das jetzt noch, ja, mindestens eine halbe Stunde köcheln, wenn nicht eine Stunde. Wir werden sehen. Es blubbert und brodelt. Jawohl. Ja, so könnte ich ja vielleicht doch noch rechtzeitig fertig werden. Es setzt absolut nichts unten an. Naja, zumindest bis jetzt. Wunderbar, wunderbar. Das ist auch ein Grund, warum ich es jetzt nicht mit eingedickt habe. Weil hätte ja Mehl oder irgendwas zum Eindicken mit rein, wäre die Gefahr wesentlich größer gewesen, dass es unten ansetzt. Aber mir schmeckt es so genauso. So, knappe Stunde später. Oh, das, Leute, der Geruch ist der Hammer. Werde ich mir jetzt mal Löffelchen schnappen und mal probieren, ob Kartoffeln weich sind und ja, Fleisch auch und so. Und ja, dazu würde ich mal sagen, holen wir die Cam auf mich. Erst einmal die Kartoffel. Mann, das blubbert und brodelt. Mmh. Schmecken tut's gut. Die Kartoffel ist durch. Jetzt schaue ich noch nach einem Fleischbröckchen. Vielleicht ein dickeres. Die brauchen ja bekanntlich etwas länger. Ja. Lecker. Und heiß. Oh, eine ganz leichte Schärfe war drin von dem Gewürz her. Aber kann man gut ertragen. Lecker, 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 lecker. Ja. Dann werde ich mal telefonieren, wo Schatzi bleibt. Jetzt sagt die noch eine halbe Stunde. Gestern war es um 8 da. Frauen, 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 Frauen. Es ist das Furchtbarste, was es gibt. Mit ist nichts und ohne ist gleich gar nichts. Verdammt nochmal. Naja, dann lasse ich es noch 5 Minuten drauf, 10 Minuten und dann gehe ich mit dem Kessel rein. Aber da dürft ihr noch mal reingucken. Soderle. Dann machen wir ein letztes Rührerle. Jawohl. Sieht alles gut aus. Und ich bringe dann mal die ganzen Utensilien rein und hol nachher dann den Topf. Leute, wir sehen uns dann drinnen wieder. Heieieieieieieiei.
Lecker, 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 lecker. Lecker. Aber ich lasse das Ganze jetzt noch ein klein bisschen abkühlen, bis Schatzi kommt. Und dann, ja, zum Essen gibt's Probiererle. Und ich hoffe, die kommt gleich. Tja, Leute, was soll ich sagen? Ich habe jetzt lang genug gewartet. Ich habe Hunger. Bevor das Ding jetzt komplett kalt wird, nehme ich mir erst einmal so ein Portionchen hier raus. Mit Kartoffeln. Jetzt muss ich bloß noch eine wirklich selber angebaute finden. Da ist eine selber angebaute, oder? Ja, vielleicht. Egal. So. Ja. Schön, schön. Noch ein bisschen Pilz oben drauf. So. Und das lasse ich mir jetzt schmecken mit Probiererle. Wenigstens kann ich noch die Kamera ohne Probleme hinstellen, sind keine Füße im Weg fürs Stativ. Und oh, einfach lecker Schmackofatz, was soll ich da sagen? Immer noch dezent warm. Ja, leicht gewürzt, nicht überwürzt. Gut, man hätte jetzt wirklich die Soße noch eindicken können, aber wie gesagt, ich habe mir das verkniffen, zugunsten, dass es zu 100% mir nicht anbrennt. Habe ich ganz genau gewusst, weil ansonsten wäre das bestimmt wieder angesetzt. Hat alles seine Vor- und Nachteile und ich warte jetzt einfach noch, bis Schatzi kommt, bis sie auch probiert hat und dann schaue ich, ob die auch noch ja, ein kleines Fazit abgibt. Leute, wir sehen uns. Bis gleich. Jupp, dann kommen wir noch zu dem endgültigen Fazit. So im Nachhinein, nachdem ich jetzt eine größere Menge gegessen habe, muss ich doch sagen, von dem Gewürz her ging wirklich eine gewisse Schärfe aus. Ja, die haben wir jetzt so ziemlich mit Sahne im Essen neutralisiert. Ein bisschen Salz habe ich noch drüber. Aber es war lecker. Es war wirklich sehr lecker. Eigenanbau. Die paar Möhrchen, was man verwenden konnte. Der Lauch aus dem eigenen Garten. Ein paar Kartoffelchen aus dem eigenen Garten. Zwiebeln sind leider gar nichts aufgegangen. Und naja, noch zwei andere Kartoffeln. Schatz, wie hat's dir geschmeckt? Das Fleisch war sehr zart. War lecker. Fleisch war sehr zart und war lecker. Das freut mich, das freut mich. Aber auch eigentlich schon fast zu scharf, oder? Ja, mit Sahne ging schon. Mit Sahne ging schon, wunderbar. Okay, dann haben wir es gehört. Leute, ihr könnt das natürlich variieren mit dem Gewürz eurer Wahl, wo gar keine Schärfe drin hat. Ah, jetzt so. Wenn das Video gefallen hat, ein Däumchen nach oben oder auch zwei, wenn möglich. Und nettes, freundliches Kommentar. Und in diesem Sinne, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.